Hey, Palutens Haus, das möchte ich mir noch anschauen. Ganz wichtig. Das habe ich noch nicht gesehen. Das schaue ich mir jetzt noch an. Aufnahme läuft. 3, 2, 1. Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem ganz, ganz speziellen Video. Ich denke, ich muss nicht großartig um den heißen Brei herumreden. Da kann man mal wieder sehen. Paluten ist überhumble. Sie redet darüber, dass er ein Haus gekauft hat. Meanwhile, ich gebe auf Mykonos viel zu viel Geld mit diesen Idioten aus, wirklich. Es steht ja eh im Titel und es ist auch keine Verarsche oder sonst was. Ja, Leute, ich habe mir ein Haus gekauft. Ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll. Sag doch einfach, dass du Millionär bist. Sag einfach, wie es bist. Sag, dass du seit 6 Jahren 40 Millionen Views auf deine Videos machst und dass du Millionär bist. Ich hätte mir vielleicht mal so ein Skript machen sollen oder so, aber ich will jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Bauch heraus ein bisschen labern. Ich werde euch nachher auch noch ein kleines Video zeigen. Ich habe nämlich auch so ein bisschen was drin gefilmt. Aber ich möchte jetzt ganz kurz eure Aufmerksamkeit nutzen, um Danke zu sagen, Leute. Ich mache jetzt ja mittlerweile schon seit fast 9 Jahren YouTube. Und hätte mir irgendjemand damals erzählt, dass ich hier sitzen werde und verkünden werde, dass ich ein Haus gekauft habe, dann hätte ich ihm gesagt, okay, what? Weil, also, ein Haus ist und war schon, seitdem ich ein Kind bin, also ein eigenes Haus, ein ganz, ganz großer Traum von mir. Ich habe auch noch einen weiteren ganz, ganz großen Traum, das ist es halt irgendwann eine Familie zu haben. Mann, Palle ist so süß, Alter. Palle ist so süß, what the fuck. Ich will auch eine intakte Familie mit dir gründen, aber du wolltest damals nicht. Ich bin immer unters Bett bei ihm im YouTube-Haus. Er hat gesagt, Revi, wir sind nur Mitbewohner. Gebrochen. Ich bin immer noch gebrochen. Ach so, ich habe gar keinen Ton. Perfekt, Digga. Ist alles easy, aber ich liebe euch beide und ne, aber ich habe einfach so, das ist auf jeden Fall ein großes Ziel von mir, Familie zu haben und dann, aber ein eigenes Haus So süß, ist Mann. auch ein großer So Traum von süß. mir. Ja, So süß. dass ich mir das jetzt so erfüllen kann, ist wirklich unfassbar und es ist einfach auch so, dass ohne euch wäre das einfach nicht möglich. Ja, YouTube Mann. ist jetzt schon so viele Jahre mein Job. Ich bin froh, dass ich das schon so lange machen kann. Und ihr seid einfach ein ganz großer Teil davon. So viele Leute, die mich supporten, die mich unterstützen, die meine Videos kaufen. Ich meinte natürlich gucken. Die meine Videos kaufen, die Scheiße hier abkaufen, die ich hier erzähle. Und nicht kaufen. Es tut mir leid, ich war bei der Aufnahme einfach ein bisschen nervös, aber jetzt geht's weiter. Die sich den ein oder anderen Merch gönnen und so weiter. Also, ey, es ist so eine unfassbar geile Reise. Ohne Witz, ich darf Videospiele im Internet zocken, so. Ich mache darüber Videos, habe schon so viele andere Sachen auch gemacht, sei es irgendwelche kleinen Kochvlogs und so weiter. Und die möchte ich auch in dem Haus dann irgendwann auch wieder realisieren, weil ich hab schon ein paar Pläne. Ich möchte da auch im Keller mir so ein kleines Reich Süß. aufbauen, eben auch mit so einer kleinen. Achtung, ich Und bin jede jetzt zur Werbung. Karte wird von mir persönlich unterschrieben. Die wird es auch nur in der Sommerbox geben. Die Digga, was hat er jetzt schon wieder? Tattoo, was Paletto da hat. Alter, er hat jetzt schon wieder neue Produkte gelauncht. Paluten, einfach deutsche Babys Beauty Palace. No joke. Der Bro hat Skalierung verstanden. Der Bro hat Skalierung verstanden. Bei Gott ist er reich. I love. Aber bei Gott gönne ich es ihm auch, weil es ist die most. Paluten ist die most humble person, die ich kenne, wirklich. Er ist so down to earth. Der ist so chillig, der ist so entspannt. Das ist so der Type of Guy. Wenn ich in München bin, kann ich schreiben, ey Bro, ich bin obdachlos. Und der würde sagen, hier, crash auf meiner Couch, du kannst hier pennen. Wirklich, er ist einfach nur ein unglaublich nicer Typ und ich gönne es ihm sehr, sehr. I love GLP. Ja, schade, dass da nicht Revi steht, Mann. GLP. Also Leute,
Ab morgen, dem 4.7., 10 Uhr, kann man die Sommerbox vorbestellen. Nur solange der Vorrat reicht, wird auch nicht nochmal produziert. Danke an jeden, der sich eine Sommerbox bestellt. Ich werde euch auf jeden Fall in den nächsten Tagen ein bisschen damit auf die Nerven gehen. Sorry dafür. So, aber jetzt geht's weiter mit dem Haus. Boah, mir ist auch mega warm gerade. Okay. Oh Mann. Ich weiß auch nicht, warum ich so mega nervös bin. Ich bin auch so ein bisschen gespannt auf eure. Ich hoffe mal, das fein für euch, wenn ich ein bisschen nach vorne springe, wenn er ein bisschen was zeigt. Das möchte ich mir unbedingt mal reinziehen. Weil, also, no front so, aber ich habe ja schon alles. Ich weiß ja genau, was er jetzt sagen wird und es macht ja auch vollkommen Sinn. Er ist super dankbar, super, super aufgeregt. Das ist ein riesiger Schritt und ich gönne es ihm absolut krank, Mann. Wie gesagt, einer der Personen, die seit Jahren durchziehen und das wirklich komplett verdient haben, die nie aufgehört haben zu produzieren. Einfach ein Cutie Boy, wirklich. Ich bin mal gespannt, wie sein Haus aussieht. Ich würde mal sagen, ich habe jetzt hier schon zu viel rumgelabert. Wir springen jetzt mal in die Aufnahme. Also wir springen jetzt ins Haus. Da springen wir jetzt rein. Hallo, herzlich willkommen in meinem neuen Haus. Der ein oder andere hat sich vielleicht ein bisschen was anderes unter meinem neuen Haus vorgestellt. Vor allem, wenn man solche Bilder sieht. Ich werde da im späteren Verlauf des Videos auch noch ein bisschen drauf eingehen. Das Haus ist voller Schimmel. Das muss abgerissen werden. Das war mir aber auch vorher schon klar. Ich möchte jetzt ganz kurz mit euch auch ein bisschen über das Grundstück reden. Er hat es geschafft. Er hat sich wirklich ein Haus gekauft und lässt abreißen, Neubauten. Smarter Move. Weil ich glaube, ich habe eine ungefähre Ahnung. Ich weiß nicht, wo es ist. Aber da, wo es ist, geht es nicht anders. Wo das neue Haus dann auch drauf gebaut wird, weil das hier muss abgerissen werden, wie gesagt. Das sind so um die 700 Quadratmeter. Das ist jetzt nicht unbedingt parkähnlich, das ist jetzt kein Riesengelände oder sowas, aber für mich vollkommen ausreichend, sodass man darauf ein Haus bauen kann, sodass man trotzdem noch einen schönen Garten. Der Penner hat mich da einfach rausgeworfen, jetzt reiß es einfach ab. Lobby, er für den Chat für dich, Bro. Hat, sodass man sich auch den Traum von einem Pool erfüllen kann. Bilder von außen habe ich jetzt leider nicht. Das ist auch zweistöckig, da war oben auch noch eine kleine Wohnung drin. Aber ey, das war halt alles verschimmelt. Die Wände, die waren durch. Das ist einfach zu sick, sah man da auch. Achso, oh, jetzt sind wir fertig. So, Paletto soll jetzt mal wieder labern. Oh. Da seid ihr ja schon wieder. Ich habe Mini-Paluten gerade das wunderbare Paluten-GAG-Cape angezogen. Ist ein bisschen lang für dich, oder? Sehr entspannt. Also Bro, ich würde sagen, an der Stelle ganz liebe Grüße geht raus an dich. Alles, alles Gute mit deinem Haus, Mann. Ich hoffe, dass du das schnellstmöglichst alles umgesetzt bekommst und da keinen Stress hast, mein Guter. So.